Man lernt jemanden kennen. Nach kurzer Zeit, man ist ein Herz und eine Seele. Man zieht sogar zusammen und plötzlich fühlt man sich einsam. Was ist passiert? Ist etwas, die langsam mitgekommen ist auf dem Weg? Oder wieso sind wir uns so fremd? Kommt dir das bekannt vor? Tee mit Marisa heute mit diesem unglaublich spannenden Thema Einsamkeit. Die Einsamkeit für viele Menschen ist schon schwer genug. Aber die Einsamkeit zu zweit ist noch härter. Ideal wäre, dass wir immer glücklich zufrieden sind mit dieser Person, den wir so lieb haben. Weil man ist einsam, man hat diese Person lieb. Was ist los? Gut. Man kommt zusammen durch eine Anziehungskraft. Also man fühlt sich angezogen. Das heißt, dass wir an diesem Tag, an dieser Zeit, genau auf dem gleichen Level waren wie diese Person. Egal wie unterschiedlich man ist, auf dem energetischen Level, auf dem Lernprozess des Lebens, ist man auf dem gleichen Niveau. Und wenn man das so versteht, versteht man auch, dass man das Positive mitzieht, aber wie auch die Schatten in uns mitnimmt. Diese Anziehungskraft ist verbunden mit Licht und Schatten. Alle das, was wir mitnehmen, aus Erinnerung, schmerzhafte Momenten, auch freudige Momente, Familiensysteme und so weiter und so fort. Und da in der Beziehung ist wichtiger denn je, dass wir uns dessen bewusst sind. Wir kommen von einer Geschichte. Die andere Person kommt mit dem eigenen Weg. Auch sehr viele Erinnerungen mit sich. Das crasht zusammen und geht eine Zeit lang gut. Aber irgendwann kommen diese Schatten, diese Erinnerungen ans Licht. Und wir fühlen uns Einsamkeit. Wir fühlen uns einsam. Wieso ist es so? Weil diese Energien sich nicht mehr treffen. Und wenn wir das verstehen und ändern wollen, dann haben wir drei Möglichkeiten. Und das passiert bei jeder Beziehung. Wir sagen, dass es genügt, beenden wir die Beziehung und gehen weiter. Die nächste große Liebe steht schon vor der Tür, genau das Gleiche und die Geschichte wiederholt sich. Wir ignorieren die Einsamkeit, beschäftigen wir uns, nehmen wir vielleicht ein bisschen etwas zum Beruhigen, sei Medikamente, Alkohol oder was es immer ist. Und die nächste Möglichkeit, wir streiten, wir zetteln einen Krieg zu Hause an, wo keiner mehr aushalten kann. Egal, wofür du dich entscheidest, das wird das Problem nicht lösen. Mit dem Ho'oponopono lernen wir, diese Erinnerungen zu reinigen. Und idealerweise wäre, dass wir eine Beziehung starten, erst dann, wenn unsere Erinnerung, unsere Schmerzen, unsere schattige Seite ins Licht gefallen ist. Dass wir kommen auf die Zero-Limit, den Dr. Lane erklärt. Leider fangen wir die Beziehung an mit den Schatten. Können wir das reinigen? Ja, wir sollten. Wir reinigen in uns alles das, was dazu beiträgt, diese schmerzhafte Erinnerung in uns zu lösen. Die Einsamkeit ist nur ein Symptom für das, was dahinter steckt. Wir arbeiten unser Selbstbewusstsein, wir arbeiten Gefühle von Verlassenheit, von der Elternbeziehung und von der Kollegin der Schule, Mobbing und so weiter. Alles das, was in unserem Bewusstsein da ist. Wie reinigen wir dann Meditationen, die drei Sätze, die blaue Solarwasser und so weiter und so fort. Okay, dann haben wir das gemacht, haben wir das gereinigt, dann bewegt sich was auf diese Bahnen, auf diese energetische Bahnen. Und du fragst mich, ja, aber was ist denn mit meinem Partner? Ich reinige in mir. Ich kann für niemand was reinigen. Aber einmal bei mir
sauber, leicht. Die Person, die mit mir steht, oder die Personen, die mit mir stehen, merken das. Die können sich distanzieren oder sie können einfach mit Neugier zuschauen, was da passiert. Ja, Neugier. Warum? Weil ab dem Moment, wo du diesen Schmerz reinigst, hast du die Chance, aus einem anderen Blickwinkel das Gesamte zu sehen. Und dann diese Einsamkeit, die du in dir spürst, kannst du auch vielleicht ansprechen. Ja, loslassen ist angesagt. Die Person, nein, deine Erinnerungen, das, was dich schmerzt. Und wenn du das losgelassen hast, dann bist du bereit, das Gespräch zu starten. Wie kannst du das machen? Wenn ich ein neues Leben anfange, ist alles Licht in mir. Wenn diese Person, die mich begleitet, mein Partner, mein Ehemann, meine Ehefrau, da ist, dann kann sie aus diesem Moment merken, oh, sie scheint wieder. Ich sehe das Licht wieder in ihr, in ihm. Wenn man das so merkt, dann ist man neugierig. Man verliebt sich vielleicht neu. Oder man bekommt Angst und zieht sich zurück. Ja, die Möglichkeit besteht. Also, anstatt loszulassen, suchen wir jetzt das Gespräch. Man ist jetzt Licht, man ist leicht. Mit Leichtigkeit das Gespräch zu suchen. Ja, wir streiten nicht. Man sucht das Gespräch. Vielleicht schlägt man neue Programme, neue Unterhaltungsmöglichkeit. Eine kleine Reise, eine kleine Bike-Tour. Vielleicht eine Wanderung, vielleicht eine neue Stadt, egal was. Mit dem, man gibt den anderen die Chance zu verstehen, was los ist. Etwas Nähe zu verschaffen. Und diese Nähe bringt die Einsamkeit weg. Weil die Einsamkeit zu zweit neigen wir dazu zu glauben, dass nur wir einsam sind. Aber wenn ich einsam bin, ist meine Gegenüber ebenfalls einsam. Deshalb, es lohnt sich zu investieren in unsere eigene Selbstbewusstsein, in unsere Erinnerungen, das, was in unterbewusst gespeichert ist. Und du reinigst immer in dir, niemals den anderen. Und das Universum erlaubt dir, neue Erfahrungen zu machen. Und wenn eine Beziehung zu Ende gehen muss, dann das sollte jetzt sein, damit der andere Partner ebenfalls die Chance hat, einen neuen Beginn zu haben. Ich unterstütze auf gar keinen Fall das Ende einer Beziehung. Aber manchmal ist es nicht unglaublich notwendig, dass man neue Wege geht. Aber es gibt auch eine Chance, in diesem Weg, wo wir zusammen bestreiten, Glück zu finden. Und ich wünsche dir das große Glück dieser Welt. Weil es lohnt sich zu lieben. Ich reinige in mir alle die Erinnerung, die ich mit dir teile. Es tut mir leid, verzeihe mir, bitte vergeben mir und ich danke dir. Und ich danke euch alle, dass ihr da wart. Bis bald.